Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Bist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jody. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell. Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Achtung, Waffe! Oh mein Gott! Was stimmt nicht mit dir? Sind wir blind? Ja, bisschen still gewesen. Herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs, wie schon gesagt. Falls jetzt ein bisschen ruckeln sollte, was ich aber nicht glaube, liegt daran, dass ich nebenbei noch ein paar Sachen lade, hochlade. Und ja, jetzt würde ich eigentlich den Typen mal hier scannen. Aber ich weiß nicht wie. Freier von Prostituierten, jetzt ist er weg. Ich will den aber haben. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Er ist bewaffnet. Ich weiß nicht, sehe ich nicht. Keine Ahnung, Mann. Schicken Sie nun jemanden oder nicht? Nö, ich hoffe doch nicht. EOS-Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigen. Ja, toll, das werde dann ja ich sein. Wenn ich mich jetzt nicht beeile. Das heißt, ich muss fliehen und er kriegt mich nicht. Ja, geil. Ich werde verfolgt. Da kommt schon meine Streife. Super. Wow. Junge. Wo muss ich denn hin? Zu diesem komischen Kindergeburtstag. Ah, Jungs. Jungs. Ja, ihm wenigstens mitgenommen. Gib mein Bestes. Aua. Es kommt ein Helikopter. Oh Mann, ich will doch nur zu diesem komischen Kindergeburtstag. Und Auto fahren kann ich auch nicht. 21 FPS. Nein. Aber bei mir läuft es flüssig. Ich hoffe nachher in der Aufnahme auch. Das sagt nämlich gerade was anderes. Aber das muss ich gucken, wenn ich geflohen bin. Ich muss hier irgendwo untertauchen. Ich weiß nicht wo. Aua. Ach Menschenskinder. Nein. Verdammt. Weißt du, da ist man wirklich 2 Sekunden im Spiel und sofort ist Action pur. Action, die man gar nicht gebrauchen kann. Also schon, aber ich sag mal, ich habe was anderes erwartet. Ich muss irgendwie den komischen Helikopter abhalten, abhängen. Weil das ist der Grund, dass die mich immer finden. Dann
Ich habe wieder einen Zivilisten getötet. Das will ich gar nicht. Ich bin ein Lieber. Oh, du stehst gut. Na, aua, 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 aua. Jungs. Wie viele Polizei haben wir denn hier? Nein. Schon mal die Polizei nicht hoch. Nur der Heli. Und ich mit meinem Auto? Vielleicht? Ja, komm schon. Natürlich geht das. Wenn, dann richtig. So. Wo kann ich jetzt untertauchen? Die sind aber nicht hinter mir, oder? Nö. Ach, hoch da. Kann ich mich doch hier drunter verstecken? Da sieht er mich doch nicht, oder? Oder? Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Hm, vielleicht muss ich ja hier rein. Das geht schon. Ey! Verdammt. Ich habe euch gleich schon verloren. Warum auch immer. Das will ich doch gar nicht. So. Runter da. Nein. Mache ich nicht. Ich will euch einfach nur abhängen. Zu, dann kommen die auch nicht so einfach hinterher. Das war mein Handy. Aber ich will doch nicht so viele Zivilisten. Zivilist verletzt. Mit der Mülltonne wahrscheinlich. Ach, Helikopter. Hör doch mal auf. Wie mache ich denn das? Jungs, langsam reicht's. Wollen wir hier wirklich ausbremsen? Hätte sogar fast hinbekommen. So, komm schon. Nein. Wow, wow, wow. Der hat uns Salto gemacht. Siehst du, der dem ist nichts passiert. Nicht meine Schuld. Nein. Oh, ey. Wie kriege ich das denn hin? Ja. Kommt Polizeiauto weg. Ich aber auch fast. Och Mensch, Chili. Lass mich in Ruhe. Alter. Was ist, ach hier weiß ich nicht sogar, wo ich bin. Alle hopp. So, das war doch schön. Hier kommen sie auch nicht so einfach hinterher, wie es scheint. Nein. Nein. Bin raus? Bin ich raus? Ich bin raus? Komm schon. Oh, ich bin raus. Flucht erfolgreich. Puh. Gott sei Dank. Verbrechen erkannt. Ja, mein Auto hat eine kleine Macke, ich weiß. Ist ja echt das schönste Auto.
aber ich mag's. Und das Gura. 50 Meter. Das ist die Idee. Jetzt muss ich nur noch diesen Kerl finden. Wer ist es? Motivationstrainer. Hier muss ich verfolgen. Ich habe den Täter verscheucht. Ich habe doch nichts gemacht. Muss ich echt nochmal üben. Naja. Aber erstmal will ich jetzt gucken, wo denn diese Feier ist, wo ich unbedingt hin muss. Kampagne. Wegpunkt. Auto? Wo ist mein Auto? Nein, das ist doch nicht mein. Nein, das ist nicht mein Auto. Meins war schöner. Was war denn mein Auto? Ein Scirocco. Wahrscheinlich werde ich jetzt sofort wieder. Hehe, werde ich sofort wieder verfolgt. Super. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Nein, 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 nein. Die wissen doch immer sofort, wo man ist, ne? Ach ey, verdammt. Mal gucken, was ich hier noch so machen kann. Gibt's vielleicht nochmal so Pöller? Sofort wieder mit Heli und allem. Oh, geht doch gar nicht. Mann. Oh, oh, nein, 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 nein. Die Wagen verstecken bringt mir jetzt auch nichts. Ein bisschen Action machen. Vielleicht rattern die da ja rein. Und jetzt muss ich wahrscheinlich erst fliehen, bevor ich in die Kampagne kann. Boah. Retten. Kann sich irgendwo verstecken? Scheinbar nicht. Ach nein. Also, mir fällt auf jeden Fall auf, bei dem Spiel hat man viel mit Verfolgung am Hut. Ich sag mal, so gemeint fahre ich ja gar nicht. Oder klau mir ja nicht überall Autos, so ist ja nicht. Aber es ist schwierig. Gut schwierig. Ah, mal gucken. Vielleicht bleibt so, vielleicht auch nicht. Aber ich denke, sobald man diese CTOS-Scans unterbrechen kann, dürften sie nicht so das Problem ergeben. Wenn du viele Ladungen hast. Ein Tunnel, das ist gut. Da können wir schon mal den Heli abwimmeln. Wenn wir Glück haben. Der Heli weiß natürlich auch, wo wir sind. Auf mich zu rammen. Ja, komm, willst du zumachen? Du willst zumachen, ne? Ja, ist klar. Komm schon, komm schon. Ja. Hauptsache, ja, ihr qualmt doch schon gut. Noch zweimal jeder. Dann bin ich euch los. Schauen wir mal, ist mir alles egal ist. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Ausgestiegen, vielleicht kann ich jetzt fliehen. Mit CTOS verbunden. Oder kommen da schon die nächsten Streifen? Komm schon, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ganz weit weg hier. Warum sind die so schnell?
Warum sind die so schnell? Komm schon. Einen abgelenkt. So, jetzt deswegen zu. Kann man mit rein? Er kam mit rein. Nein, da war kein Zivilist. Das stimmt nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, ganz schön schwierig. Definitiv. Das Tor ist offen. Machen wir es zu. Vielleicht bringt er irgendwas. Aber die können das wahrscheinlich auch alle sofort wieder öffnen. Aber Sekunden spielen manchmal eine große Rolle. Zumindest wenn man StarCraft spielt. So. Der Heli ist immer noch an mir dran. Oh, Baum. Baum. Höller. Weg. Heli, lass mich in Ruhe. Nein. Ja, das Fahrverhalten dieses Autos hat leider schon ein bisschen eingebüßt, aber nur marginal. Wow, und er ist ein bisschen weit geflogen. Ich will doch gar nicht so gemein sein. Ich will doch eigentlich voll lieb sein. Ich bin immer lieb. Aber nur weil die Polizei mich jetzt verfolgt, muss ich hier böse spielen. Das finde ich unfair. Das ist gemein. Komm schon. Ich habe guten Abstand. Komm schon. Komm schon. Ein Tunnel. Ein Tunnel ist immer gut. Ich will Verfolgungsjagden. Aua. Mein Wagen springt mich an. Bin ich tot? Ich glaube, ich wurde erschossen. Korps und Kriminelle bekämpfen sich. Nutzen Sie diese Ablenkung zu Ihrem Vorteil. Okay. Was ist das jetzt? Parker Square. Okay. Wo bin ich jetzt? Irgendwo. Wahrscheinlich in der Nähe von dem Ort, wo ich gestorben bin. Kann ich mal denken. Oder kann ich mir vorstellen. Ja, komm, ich will ein Handy. Nein, ein Auto. Auto auf- und Abruf. Motorrad. So. Bestellen. Alles erledigt. Beenden. Du kannst deine Karre abholen. Wo denn? Oh, das ging schnell. Das ging noch schnell. Und ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier schon rumgezapft haben. Aber ich denke mal, es werden auch schon 20 Minuten oder so sein. Wo muss ich hin? Schnellster Weg. Schnellster Weg. Nein, nicht hier lang. Das scheint auf jeden Fall nicht so. Das erinnert schon stark an so eine Hauptstraße. Also zurück und links rum. Entschuldigung, links runter. Schon wieder eingetötet. Ey. Ich will keine Leute töten. Ihnen Aua machen. Schmerzen zufügen. Foltern. Quälen. Oh, Aua. Dass ihnen das nicht wehtut. Durch so einen Zaun durchbrettern, ohne Helm, ohne Lederkombi. Und da müsste man auch schon gelegen haben, normalerweise. So. Der große Bruder. Ja. Ja.
Jetzt aber. Akt 1, der große Bruder. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nikki. Bin ich soweit. Bei Jacks letzter Party sang Nina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Kann ich mir vorstellen. Ist wohl auch ein paar Probleme. Da ist die Geburtstagsfeier. Parken. Wehe, du klaust mir mein Auto. Wehe, du klaust mir das. So. Und Rinder. Muss ich nach hinten? Wo geht's denn durch? Wahrscheinlich gerade noch gesehen, ne? Sie sind wohl hinten im Garten. Okay. Keep cool, Mann. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9, 10. Gut. Wenn es so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzel. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mom. 8, 9, 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr. So spät. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halb langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax. Hey. Komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt. Hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das gucken wir uns jetzt du hast an. Das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jackson war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber... Ich war echt böse und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Ne, ist ja in Ordnung, ne? Ist ja in Ordnung. Und wer hat jetzt ihr Telefon? Du? Ach, ehrlich? Nein, ich will sie nicht unterbrechen.
Jackson hat immer noch Probleme damit zu sprechen, aber wir dürfen ihn nicht drängen. Er wird sprechen, wenn er soweit ist. Seien Sie stark, Nicky. Wir machen Fortschritte. Okay. Behandlung wegen PTBS. Immer noch nicht. Was das ist. Gut. Noch eine Kamera? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Okay. Oh, super, super. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nicky? Okay. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicky, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Also werden sie immer noch verfolgt. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Handyanrufer lokalisiert. Mist. Er will abhauen. Na, jetzt musst du den echt noch fangen. Ich wollte eigentlich die Folge beenden. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ist meine größte Angst. Das ist meine Familie. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Irgendwie. Hauptsache, es läuft nicht so ab wie bei den letzten Verfolgungsjagden. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Auf jeden Fall sehr wehgetan. War schon mal eine gute Aktion, nur das mit dem mich selbst ausbremsen. Oh, geiler Flug. Zu Looper wieder keine Verbindung. Okay. Ja. Tut mir leid. Hab überreagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flipp nicht wieder aus. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Nein. Das glaub ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du doch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh! Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hex. Ja, ich bin noch dran. Überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie betrifft. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anruf ausfindig machen können. Tun wir das. Blum baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Alles klar. Dann würde ich jetzt aber sagen, ich mache jetzt einen Schnitt. Die Folge war lang genug. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also... Blumenheuer.
heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Wir sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Also macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.